Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. So, es ist ein ganz grauer und dunkler Tag heute Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Da ist der kleine Kotten. Ja, der liegt wunderbar. Jedes Mal denke ich das. Die Tara hat jetzt so lange vor mir gesessen und mich hypnotisiert, bis ich meinen faulen Arsch hochgekriegt habe. Meine Güte, fällt mir schwer im Moment. Muss ich zugeben, fällt mir echt schwer. Guck mal, seht ihr das? Ui, steht da viel Wasser auf dem Acker. Bei uns auch neben dem Haus. Und ich habe wieder Angst, dass das wieder bei uns ins Haus reinsackert. Bis jetzt habe ich noch Glück gehabt. Ja, wir gehen jetzt so ein dreiviertel Stündchen hier auf und ab und dann ist auch gut. Wollen wir noch mal den Himmel anschauen, ein bisschen, wenn ihr Lust habt. Ja, es ist wirklich nicht wirklich viel zu erkennen hier und nichts Spektakuläres zu sehen. Ne? Ja, es ist halt, ja, ist halt Herbst, gell? Herbstwetter. Grau und grau und nochmal grau. Und Herbstlaub. Wenn die Sonne scheinen würde, würde es richtig golden leuchten. Und da laufen die Rehe. Gerade noch soeben habe ich sie erwischt. Sind die gleichen, die letztes Mal auch so vor uns geflüchtet sind. Die gleichen vier, garantiert. Jetzt stehen sie wieder und gucken. Fünf. Oh, war noch eins hinterher gekommen. Das hatte ich nicht gesehen. Ja. Sind es vier? Ne, sind doch fünf, ne? Die Äcker sind matschig und nass. Wo sind die anderen da? Viel Wasser im Bächlein. Könnt ihr mich sehen? Ich glaube ja, da oben bin ich. Lukon, ja, es fließt doch sehr schnell, weil viel Wasser drin ist. Hat doch viel geregnet bei uns. Ich gehe noch mal einmal so hoch mit euch, guck mal der Himmel. Der Himmel ist eigentlich ganz interessant, aber eben halt grau, wintergrau, herbstgrau. Inzwischen sind die Rehe ganz weit da hinten auf der anderen Wiese angekommen. Ja, eins fehlt noch. Ach Mensch, es tut mir leid, dass die jetzt von mir so flüchten. Das ist, da ist es. Das ist nicht schön. Nein, 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 das ist nicht schön. Ja, fünf. Letztes Mal waren es vier, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ich glaube, es wird jetzt auch geschossen schon. Ich weiß das nicht genau. Und eine Krähe. Und eine Krähe haben wir auch. Ja, schade, dass sie so weglaufen. Ja, hier auf dieser anderen Seite der Brücke sieht man, dass das Wasser relativ hoch ankommt und hoch steht. Hoch ankommt, auch ein Quatsch, ne? Also hoch steht, würde ich sagen. Es hat aber auch wirklich viel geregnet. Ja, der Himmel sieht interessant aus, aber ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr dunkler Himmel. Sehr, sehr dunkel. So eine richtig dunkle Front schiebt sich gerade so da über uns hinweg. Dabei hat es eigentlich geheißen, es ist kein Regen angesagt. Naja, wir haben den Tag auf jeden Fall genutzt. Tara wartet schon. Wir warten die ganze Zeit auf Mia, die nicht hören kann. Komm, Miechen. Meine Gitte. Eieiei. Ja, morgen habe ich schon wieder Termin. Da wird bei mir wieder die Kläranlage abgenommen und geprüft. Oh, kostet wieder Geld. Früher kamen sie einmal im Jahr. Nachdem ich für über 5000 Euro umbauen musste, kommen sie jetzt zweimal im Jahr. Das ist für mich natürlich noch mehr Geld. Weil ist klar, jede Kontrolle muss bezahlt werden. Jeder Weg kostet Geld, ne? Ja. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt langsam auf dem Standpunkt, wenn es weg ist, okay. Dann sehe ich zu, dass ich von den letzten Pinunsen, die ich da noch habe, ein paar Stricke kaufe, mache ein paar Knüps und hänge uns alle an Balken. Weil irgendwann ist das einfach nicht mehr tragbar. Weil es kommt immer es geht keine Woche. Also gerade diese teure Autorechnung ist noch nicht. Dann dies, dann das, dann das. Es geht immer weiter. Es hört nicht auf. Ja, okay. Wir wollen das Leben genießen. Es gibt vieles, für das man noch dankbar sein kann. Bin ich auch. Aber ist halt schwer. Ist halt schwer, wenn man keine Möglichkeit hat, irgendwas noch dazu zu verdienen. Das wüsste ich nicht, wie ich das machen soll mit meinen kaputten Knochen und Muskeln und was ich alles habe. Wie soll das gehen? Ja, gut, ich werde dieses Jahr 66, eigentlich hätte ich auch die Schnauze voll, mich irgendwo rumzuplagen.
ja, diese schweren Arbeiten kann ich nicht mehr. Wie früher habe ich immer schwer gearbeitet, habe Entreinigungen gemacht, habe Putzjobs gemacht, habe Akkord gemacht und. Habe in der Druckerei gejobbt, die schweren Sachen gemacht, die Schlange stehen und. Ja, das könnte ich heute gar nicht mehr. Ganz ehrlich, da könnte ich nichts mehr von. Das würde ich kräftemäßig keine 2 Tage aushalten, keinen ganzen Tag. Ja, das ist halt so. Ja, wir wollen nicht meckern. Ja, wir wollen nicht meckern. Wir wollen nicht meckern. Wir versuchen das irgendwie positiv noch zu sehen. Oh ja, wir sehen was Positives. Guck mal. Wenn ihr ganz genau hinguckt, vielleicht die Kamera schafft es hoffentlich, da ist ein bisschen blau. Ja, ist doch auch schon mal schön, oder? So prima. Blauer Himmel. Die Taubnesseln, die halten es noch aus. Ich bin jetzt schon überlegen, aber es friert ja nachts noch nicht. Wann ich die kleinen Kübelpflanzen, ich habe ja diese 3, die man nicht draußen lassen kann, wann ich die reinholen muss. Wenn ihr da was wisst, dann schreibt mir das doch mal, dann brauche ich nicht stundenlang recherchieren. Hier ist ganz matschig. Oh, ich rutsche richtig, man sieht es vielleicht nicht, aber hier ist eine richtige Matschschicht auf dem Weg. Hulala. Gekugelt haben wir uns auch schon wieder ein paar Mal, also die Hunde finden es klasse. Die Hunde finden es klasse, sag mal, ne, Michel? Taritara, hallihallo. Ja, hier blüht auch tatsächlich noch ganz was Gelbes, was Schönes. Aber es ist nur so ganz einzelne Sachen zu finden. Guck mal, da blüht noch demnächst der Löwenzahn. Und da sind schon die Büschelchen drauf. Aber es sind auch noch Blüten unten drin. Seht ihr das? Ich hoffe, die Kamera zeigt es. Gott sei Dank. So, und da kommen diese beiden Halunkenkönige angedrallert. Kriege ich sie irgendwann rein? Ja, hier sind sie. Da hinten leuchtet schon das Gelb vom Ackersenf. Ja, es ist wirklich ein trister Tag, verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was ich euch noch zeigen könnte. Ich glaube, das war es von heute schon mal. Doch, ich zeige euch nochmal. Das letzte Bild ist jetzt, wir wollen die Hoffnung nicht fahren lassen. Guck mal, dahinter ist es blau. Ist das nicht schön? Bis gleich am Basteltisch, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob es mit meiner Kamera zusammenhängt oder mit der Karte oder mit was weiß ich. Es fehlte gestern ein ganzes Stückchen, denn ich wollte euch noch die schönen Papiere von Graphic 45 zeigen, die ich habe. Ich habe die sonst nicht, weil mir die einfach zu teuer sind. Aber diese hier, guck mal, wie schön die sind. Kann ich euch das irgendwie, wartet mal ganz kurz, ich schiebe mal so rüber. Die habe ich mal aufkaufen können bei eBay. Also ich wollte euch nur mal zeigen, wie fantastisch diese Papiere von denen sind. Also ich liebe sie sehr, aber sie sind mir in der Regel leider zu teuer. Ne? Sage ich ganz einfach so, wie es ist. Ne? Das sind andere, die ich jetzt hier dazwischen habe, sehe ich gerade. Einen Moment, die nehme ich mal kurz zur Seite. Ich glaube, hier geht es wieder weiter mit denen. Ja, seht ihr, hier da habe ich dann teilweise von einem 2, 3 Stück, von anderen habe ich nur 1. Ich konnte da mal was aufkaufen und da hatte ich zugeschlagen. Das war sehr günstig für das gute Papier. Diese liebe ich besonders, diese hier. Seht ihr, da habe ich dann 2, 3. Die habe ich auch schon mehrfach verarbeitet und bin da ganz, ganz geizig. Die sind toll, oder? Die sind toll hier. Guck mal, die sind richtig toll. Bin da sehr, sehr geizig mit, weil ich kann mir die mit Sicherheit so schnell nicht unbedingt wieder nachkaufen. Ne? Ist es nicht schlimm, dass ich dann 2, 3 davon habe? Nein, überhaupt nicht. Auch die Rückseiten sind immer klasse. Ja, die sind jetzt ein bisschen durcheinander. Also ihr seht teilweise die Papiere leider 2-mal. Die sind auch mehrfach da. Ich will euch aber gerne mal zeigen, weil die Rückseiten sind auch immer sehr schön. Also dieses habe ich schon mehrfach verarbeitet. Das weiß ich ganz genau. Da hatte ich ein paar mehr davon. Da bin ich mir nicht... Doch, auch. Alles hier. Wartet mal. Hier, alles dieses hier, finde ich richtig klasse. Das Bunte habe ich noch gar nicht benutzt. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich habe hier verschiedenste und auf der Seite ist es dann so. Finde ich richtig klasse. Da habe ich auch ein paar mehr davon. Ich muss da mal dran denken, dass ich die ruhig mal hin und wieder benutzen kann, ne? Weil ich habe von diesen mehrere. Ja, die habe ich einfach mal, da habe ich Glück gehabt, die konnte ich mal, das sind jetzt die Rückseiten, aber ihr seht, selbst die Rückseiten sind klasse. Ne? Das ist jetzt was anderes, nehme ich an.
Ja, das gehört zu der anderen Collection. Habe ich auch aufgekauft, ohne zu wissen. Seht ihr diese? Dieses habe ich, das liebe ich sehr. Das habe ich auch schon, da habe ich auch schon Bücher mit eingebunden. Und hier sind noch so Reste drin. Oh ja, guck mal hier die Hunde. Ach Gott, schön. Hier ist nochmal. Also ich wollte, das sind andere Papiere, da kommen noch welche. Die habe ich euch teilweise schon gezeigt. Das wiederholt sich jetzt. Die sind durcheinander gekommen. Aber ich wollte nur sagen, ich glaube, das sind auch noch nicht mal alle, die ich habe. Ich habe wirklich viele Originalpapiere von Graphic 45. Und das ist hundertprozentig von denen. Ich weiß das jetzt. Mir fiel der Name, ihr wisst ja, mit Namen bin ich eine Katastrophe. Ne? Namen und Zahlen, also. Aber es ist kein Vergleich, überhaupt kein Vergleich. Also diese Kopien lohnen sich in keinster Weise zu kaufen, meines Erachtens. Auch wenn sie ganz billig sind, lohnt es sich absolut nicht. Aber da weiß ich jetzt also, dass es Graphic 45 ist. Das haben wir jetzt rausgefunden. Ich wollte es nur nachtragen, weil das ganze Stückchen fehlte, wo ich euch die Papiere zeigen wollte. Mach mal kurz auf Stopp, Moment. War nur so ein kleiner Nachtrag. Ich hoffe, dass der jetzt beim nächsten Mal besser auflädt, dass da nicht irgendwelche Problematiken wieder entstehen. Das wäre wirklich dumm. Heute sind wir ja bei Mittmanns Mini Mission Inspiration. Mittmanns Mini Mission Inspiration. Ich suche mal gerade ein Papier. Einen Moment. Ich bin gleich soweit. Ja, so. Ja, wir haben jetzt Scary Monster. Ich hätte jetzt das genommen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ja, okay, ich nehme jetzt Run, Rabbit, Run. Und zwar müssen wir da mal ganz kurz ein bisschen buddeln. Ich habe hier viele, viele Stempel und ich habe auch Hasenstempel. Ich habe hier diese Kinder, die sind süß, oder? Die sind richtig süß. Wartet mal, ich nehme es mal zu mir und dann brauche ich nicht jeden einzelnen vielleicht... Katzen, doch muss ich jeden einzelnen rausnehmen, tatsächlich. Katzen, ich habe aber auch Hasen, aber ich hoffe, dass ich jetzt in der richtigen Abteilung bin. Ich habe jetzt ganz viel Blumen und Pferde. Ah, Hasen. Also ein Rabbit ist eigentlich ein Hase und das sind eher Kaninchen, ne? Ist das eher ein Bunny? Das ist eher ein Bunny, ne? Naja, wollen wir es jetzt so eng sehen? Oder ich habe ganz viele Bunnies. Ich gucke mal. Das sind alles diese schönen alten, also älteren Lablon-Stempel, die ich hier jetzt habe. Ich guck mal gerade so. Also ich habe diese ganzen Bunnies hier. Könnten wir die irgendwie verwenden, dass wir die mit den Kindern nehmen, dass wir was ganz Niedliches machen und wir können vielleicht noch so ein paar Blumen oder sowas dazu nehmen. Ich will aber noch mal eben eine andere Kiste hochholen. Einen Moment. Ah, ich habe noch mehr. Ich habe da auch einen richtigen Hasen, das weiß ich. Einen großen habe ich hier, da ist er schon. Ja, jetzt bin ich. Ich habe auch noch einen Hasen im Kopf. Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen überfordert. Nee, ich nehme die Kleinen. Ich nehme die Kleinen, habe ich mir jetzt überlegt. Ich möchte was Niedliches machen. Moment. Einmal lernen, bitteschön. Wir brauchen jetzt irgendwas, um die Rückseite einzufärben. Wir nehmen uns einfach die Oxides raus. Und zwar grün und... keine Ahnung, ich brauche auf jeden Fall dann Wasser. Oh, mit dem Arm, immer das gleiche Theater. Kannst du dir das denn nicht vorher überlegen? Mensch, dummes Ding, dummes. Ich möchte das gute Papier natürlich jetzt nicht hier einsauen. Das müssen wir noch mal ganz kurz etwas anders gestalten hier. Ja, so, meine Güte. Ich muss was drüber legen. Ich kann nicht greifen. Irgendwie tun mir die Finger heute so furchtbar weh, wieder so die Gelenke. Ach, ich bin immer am Stöhnen, ne? Ich kann es nicht ändern. Aber es ist leider wirklich so, dass einem ewig alles weh tut nur. Ne? Das ist einfach so. Man kann es nicht ändern. So, ist das jetzt die richtige Seite? Wir haben zwei Seiten. Nein, hier ist die rubbeligere. Die rubbeligere. Ich will da gleich ein bisschen drüber sprühen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Ich vermute nicht. Ja, wir werden sehen.
Ob das geht, weiß ich nicht. Es wird eine Riesenschweinerei wieder werden. Sehe ich schon kommen. Geht nicht. Hier, es ändert sich nichts hier dran. Seht ihr, das ist alles eingesackert in das blöde Papier. Müssen wir jetzt mit leben, ne? Das ist doof. Ich hatte so gehofft, es wäre irgendwas Schönes dabei rausgekommen. Aber das ist es nicht. Ich habe jetzt noch Gold. Wollen wir das auch noch draufklatschen? Auf irgendeine Art? So ein bisschen? Keine Ahnung. Ich mache es einfach mal. Nee, hat keinen Sinn. Ich sehe es ein. Es hat gar keinen Sinn. Aber ich mache es trotzdem jetzt, weil ich habe damit angefangen. Und ich muss das jetzt auch verarbeiten. Aber egal, ob das einen Sinn macht oder ob das keinen Sinn macht, gell? Ich muss es verarbeiten. Ich gehe so rundherum, seht ihr ja, ne? Ich versuche da so einen goldenen irgendwas aufzubauen. Ja, weiß nicht, ob es gelingt. Nee, gelingt nicht wirklich. Gelingt nicht wirklich. Aber wir lassen uns nicht verdrießen, wir machen einfach weiter. Wisst ihr, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Ist egal, wie doof es aussieht, wir machen einfach weiter. Wir lassen uns hier gar nicht beirren. So. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wartet mal. Ich will nicht so viel Gold drauf haben. Ich wollte nur so ein ganz klein bisschen. So. Okay, ich föhne das kurz trocken. Upsala, geht das nicht mehr zu? Ne, geht nicht mehr zu. Aus welchen Gründen auch immer, geht nicht mehr zu. Ja, das ist ja praktisch. Warum geht das jetzt nicht mehr zu? Kann mir das einer verraten? Es geht nicht mehr richtig zu. Na, das ist ja prima. Ich mache es eben trocken. Bis gleich. So. Ich habe mir die Stress Ink dazu, also mit den Oxides, ich stehe mit denen auf Kriegsfuß, ihr wisst das, ich bin kein Freund von diesem Ganzen, aber egal, wir werden das irgendwie hinkriegen und wenn wir es nicht hinkriegen, haben wir auch Pech gehabt. Es geht nur um einen popeligen Hintergrund, wir wollen uns jetzt nicht zu viel stressen, gell, wir wollen uns jetzt ganz, ganz einfach nur mit dem Hintergrund befassen, dass wir das irgendwie ein bisschen farbig bekommen und warte mal hier. Irgendwie gelingt es uns schon, denke ich mal, gell? Irgendwie gelingt es uns schon. Ja, ich möchte jetzt das Weiß gern weg haben, was noch da durchschimmert. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass sich das so schön vermischt wieder, wie das so im anderen der Fall ist. Bei mir nicht. Die wissen, dass ich sie nicht mag, diese Oxides. Da kann man nichts machen, ne? Die lieben mich auch nicht. Ja, egal. Wir brauchen auch nur einen Hintergrund und... Jetzt können wir vielleicht auch noch mal hier eine Schicht gebrauchen, hier so. Genau, wir können auch noch mal ein paar dunklere Areale gebrauchen. Ja. Ja, damit das andere so ein bisschen lebendiger bleibt. So, wir lassen das jetzt gut sein. Wir wollen uns jetzt mit diesem Zeug nicht aufhalten, unnütz. Wir wollen ein bisschen stempeln, dachte ich. Guck mal, ich habe einen Jodfinger. Ich habe einen Jod. Das ist schlecht mit dem Master drunter. Ne? Wartet mal, das geht weg. Und nehmen wir ein neues Papier. So, einen Moment. Da haben wir schon. Zur Erleuchtung oder was stand da? Warte, ich bin gleich da. Die Pforte zur Erleuchtung. Ach, du ahnst es nicht. Das ist nass hier, ne? Wartet, ich schaff's noch. Ganz bestimmt. So, Wasser kann auch schon weg. Ein bisschen Platz auf den Tisch kriegen. So, wir möchten jetzt ganz gerne stempeln. Und zwar nehmen wir ganz einfach nur schwarzen Stempel. Und ich brauche ein Schild. Wollen wir das vielleicht vorher mal eben kurz raussuchen, ein Schild? Kleinen Moment, da habe ich doch wohl Auswahl mittlerweile genug. Ja, es hat einige Antworten zu meinem letzten Film gegeben. Ich danke euch dafür. Viele fanden es auch ein bisschen grenzwertig, dass man immer wieder sich rechtfertigen muss. Und ja, ich muss euch zustimmen, ich finde das auch nicht okay. Aber es ist halt so, ne? Warte mal, wo haben wir denn? Ah ne, das ist grün, das geht nicht. Moment, wir kriegen es hin. Hier haben wir weiß. Ach, da habe ich schon was drauf. Komisch, dass ich immer wieder bei meinen eigenen gestempelten Dingern lande. Also ist egal,
Die habe ich immer in der Hand. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es nicht. Ich muss ein paar mehr. Hier hätte ich noch blau. Ist aber sehr dünn. Und das Ding. Nee, blau sieht nicht gut aus. Vielleicht blau. Doch, vielleicht, wenn man es einfärbt. Ne? Ach, da ist noch ein besseres. Aber ist sehr klein. Gut. Dann können wir den ganzen Zinnober schon wieder wegpacken. Brauchen wir alles nicht. Die ganzen tollen Sachen. Ich würde ganz gern den kleinen Jungen also einmal hier so hinstempeln. So, das versuche ich jetzt mal zu schaffen. Wartet mal. So, wartet mal. Wir versuchen das mal. Ne? Machen wir sauber. Den kleinen Jungen, den stempeln wir jetzt da unten hin. Oh, hoffentlich gelingt mir das jetzt wirklich. Mir schwebt da sowas vor, aber ich weiß es nicht, ob es klappt. Seht ihr, ich versuche es wirklich gut abzudrücken. Ich hoffe, dass es gelungen ist. Semi-gut, aber wir wollen uns nicht verdrießen. Wir machen es weiter. Dann ist das so. Das ist natürlich auch nicht idealer Untergrund zum Stempeln, aber ich könnte jetzt natürlich wieder alles ausschneiden und da habe ich im Moment keine Lust zu. So, jetzt möchte ich das Mädchen stempeln. Hoffentlich gelingt mir das auch einigermaßen. So, hier gehen wir noch mal kurz entlang. Das Mädel, das soll... Die guckt so rüber, ne? Die guckt so rüber. Oder guckt sie so rüber? Ne, die Haare sind hinten, die guckt so rüber. Die kleine Maus. Wir machen sie dahin. Ich hatte es eigentlich anders gedacht, aber ist wurscht. Machen wir sie dahin. Hoffentlich gelingt es. Drücke mal ordentlich fest. Ja, ein Rabbit. Also jetzt habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Jetzt hätte ich Übersetzer mal gucken können. Also ein Rabbit ist definitiv ein Hase. Ein Bunny ist, glaube ich, ein Kaninchen, oder? Ist ein Bunny auch ein Hase? Ich tut mir leid, dass ich mich wirklich so ein bisschen doof wieder anstelle, aber ich weiß es einfach nicht. So, und jetzt habe ich einfach vorgehabt. Oh, hier geblieben. Hier geblieben. Der ist so klebrig hier. Oh, der hat sich hier von der Unterlage gelöst. Aber müsste ja eigentlich klappen. So, jetzt stempeln wir uns diese ganzen Hasen. Warum wird das nicht sauber gemacht bei mir, weiß ich nicht. Jetzt machen wir es aber so gut, was können sauber. So, diese ganzen Hasen stempeln wir uns jetzt hier so hin. Ha, die sind aber auch springlebendig, ja, diese Dinger. Ja, die Ecken muss ich abwischen. So. Dumme ist, dass die alle in diese... Doch, der geht. Jetzt muss ich mal die Richtung muss ich mal haben. Und da müsste ich den noch... Den. Warte mal. Den machen wir so. Den können wir auch ein bisschen schräg stellen. Ich habe jetzt gerade so einen jungen Mann aus Amiland entdeckt, der sammelt Steine und der trennt die in der Mitte durch. Wisst ihr, der sägt die so durch. Ne? Ich liebe das. Also ich finde das sowas von spannend. Ja, ich bin ja sowieso so ein Steinfanatiker, immer schon gewesen. Ich meine, deswegen, ich habe ja auch lange selber mit Steinen ein bisschen zu tun gehabt. Es hat mir immer viel, viel Freude gemacht, mit Steinen zu hantieren. Ich liebe Steine wirklich, ganz ehrlich. Ich liebe sie wirklich. Und ja, in der sammelt die in den Flussbetten teilweise und schade, sie sind nicht so genau, wie ich mir vorstelle, aber ist egal. Und sägt sie dann durch, also da habe ich immer Angst, dass der sich da irgendwie mal da die Finger absägt, weil der das ohne Schutz macht, der hält den Stein fest, die sind so klein, wisst ihr, hier ist die Säge mit Wasserspülung und dann hat er so kleine Steine und hält die so fest, macht das so, ne. Da kriegt man immer so ein bisschen Bange, ne. Ich denke mir, Junge, pass auf deine Finger up. Aber ich finde das so spannend, wenn man dann so einen Stein aufmacht und ja, und dann ist so ein Ding Millionen Jahre und dann kann man da reinschauen. Wow, ich liebe das, ich liebe das.
Ich habe selber einige von diesen Sachen. Einfach, die habe ich auch gesammelt, ne? Die habe ich gar nicht verkauft. Die habe ich gesammelt, Geoden und sowas alles, Achat, Geoden vor allen Dingen. Ich liebe ja auch ein Achat. Ach, ich mag eigentlich alle Steine. Ich mag sogar Kieselsteine, hey, also die ich draußen finde. Ne? Ich nehme alles mit, was ich irgendwo nur finde. Ne? Jetzt wollen wir mal gucken, wo wir das Schild hin machen könnten. So vielleicht. Bin mit dem Schild noch nicht so ganz glücklich. Das machen wir ganz nach oben. Vielleicht nehmen wir noch ein anderes Schild. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir noch was Besseres finden. Ich will es noch nicht... Ja, es stempelt sich. Guck mal da. Trotz Abputzen, Petra. Kleiner Rand drauf. Shit. Tut mir leid. Nicht schön. Gar nicht schön. Nein. Nicht schön. So, jetzt wollen wir mal schauen, was wir hier noch so haben. Da hätten wir noch so einen kleinen Tweety-Vogel. Den können wir auch mal nehmen. Braucht die nie, die Stempel. Ist viel zu schade, dass man die nie benutzt, finde ich. Die sind so hübsch. Es gab noch so einen anderen Stempel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der genau aussah, aber ich weiß wohl, dass ich ihn nicht habe und dass ich darüber todunglücklich gewesen bin. Immer und immer, dass ich ihn nicht bestellen konnte. Ja, ich habe zu lange gezögert. Gab es auch nirgendwo anders mehr. Sie hat sich auch nicht einzeln gehabt, soweit ich weiß. Ja, so ist es halt. Wenn weg, dann weg oft, ne? Ja, ich gucke mir, auch wenn ihr das vielleicht nicht wirklich glaubt, aber Tatsache ist, ich gucke mir im Moment keine Bastelfilme an. Ganz wenige Ausnahmen, wo ich weiß, also die kommen zu mir auch und gucken meine Filme und sind immer nett und freundlich so, ne? Wisst ihr, wie ich jetzt meine vielleicht? Da gucke ich gerne, nach wie vor gucke ich da sehr, sehr gerne. Und lass mal gucken, was ich dazwischen komme. Ja, lass mal schauen, ich krieg's irgendwo. Ach, ich stempel jetzt einfach. Mal schauen, was passiert. Was soll passieren? Na, ist okay. Jetzt brauchen wir hier für die Ecke was. Wir haben so viel verschiedene, ich brauche keinen doppelt nehmen. Ne, brauche ich nicht. Brauche ich nicht, wir haben so viele. Das Vögelchen hatte ich aber doch schon. Hier haben wir noch Tülpchen. Da haben wir noch ein paar Tülpchen. Da, so eine Ranke ist noch, da hier ist noch Blätterwehr. Hier ist noch ein Hase. Hallo, kleiner Hase, komm du mal her. Komm her, du kleiner Hase. Jetzt machen wir die Ränder aber besser sauber, dass er nicht nochmal so schiebig wird. Jetzt guckt er wieder in die falsche Richtung. Ich brauche aber irgendwo, muss ich aber das Schild hier machen. Okay, machen wir es so. Guckt einer eben in die falsche Richtung. Dann ist das halt so. Run, Rabbit, run. Muss ich schreiben, run, Bunny, run, oder? Muss ich da Bunny schreiben? Eigentlich ja, gell? Ich brauche jetzt... Oh, hier ist noch so ein Vögelchen. Noch so ein Vögelchen. Das ist ja süß. Sollen wir das kleine Vögelchen auf die andere Seite setzen? Und ordentlich abputzen, bitteschön. Hier hast du wieder Ja, das lässt sich nicht verhindern, weil die sind alle krumm und schief, wie die Pillewürmer für die Dinger, ne? Die Dingerküsse, die mache ich oben hin. Hoffentlich gelingt das. Ich mache mal einfach so wild und ohne wirkliche Überlegung. Naja, hätte schön gesehen, wenn es da auch noch gewesen wäre, gell? Aber ist egal, Vogel ist Vogel. So, kleiner Vogel, du. Oh ja, die sind hübsch. Die möchte ich noch haben. Die könnten wir da noch irgendwo hinmachen. Warte. Ja, abputzen. Ordentlich. Muss, glaube ich, nochmal einen neuen Lappen holen. Ja, mit den Steinen. Ja, ich liebe Steine. Ich habe auch noch selber sehr viele Steine. Sehr, sehr viele Steine. Ja, ich liebe sie wirklich. Also... Ich habe die nicht nur verkauft, ich habe die auch selber gesammelt. Ne? Ich bin ganz begeistert. Nach wie vor Steine. Ich habe überall Steine liegen. Also, oh ja, das ist hübsch. Ich glaube, davon nehme ich noch eine Ladung. Ich nehme noch eine Ladung von diesen Blumen, bitteschön. Guck
gucken, wie es geht. Ja gut, wenn es dann überlappend ist, dann ist es überlappend. Dann kann ich es auch nicht ändern. Wein deswegen jetzt nicht. Ist nicht überlappend. Ist okay. Ist alles gut. Ja. So. Jetzt gucken wir nochmal in den großen Bottich. Das ist so ein Ding, das kann man hinterher immer gebrauchen. Da ist eine einzelne Blume, sowas kann man immer gebrauchen. Schmetterlinge habe ich noch. Enten habe ich, die habe ich schon. Die Vögel habe ich. Hier ist noch sowas kleines Blattzeugs. Vögel. Also das sind wirklich schöne Stempel. Wirklich. Ganz ehrlich. So, hier haben wir noch so kleine Sachen. Die können wir jetzt also da zwischken. Da zwischken wie fummeln. Okay? Oder? Immer auf meinen schönen Tisch hier drauf, du altes Ferkel, du verdammtes. Furchtbare Frau, diese Frau ist schrecklich, ehrlich. Ganz ehrlich, die ist zum Kotzen. Die stempelt einfach immer rum, ohne Sinn und Verstand, ja. Und dann wundert sie sich, warum ihr Tisch aussieht, die Gammel. Brauche ich das jetzt nochmal irgendwo? Genau, und den habe ich mir den Scheiß da jetzt drauf gemacht. Ach, Petra, hättest du es doch nicht getan. Shit auch. Shit. Muss ich aber wirklich mal hier meckern. So, jetzt hol dir mal so einen neuen Lappen. Du tust ja so, als wenn du wirklich schon jetzt verarmt bist bis zum Anschlachen. Lappen hast du doch wohl noch, Frau. Mach doch nicht so blöd. Kann mich über mich selber aufregen. Kehr noch mal. Jetzt die Blume hier. Wo ist das Ding? Komm her jetzt. Komm. Muss ich sehen, dass ich das da irgendwie zwischenfummel. Es wäre jetzt schön, wenn noch einer höher wäre, gell? Es wäre wirklich, wäre bezaubernd schön, wäre das, wenn das irgendwie gelingen könnte. Oh, ich weiß nicht, ob es klingt. Ja. Okay. Wir machen gleich ein paar Verbindungsstriche mit dem schwarzen kleinen Gifti. So, ich habe jetzt hier noch Graszeug. Da können wir bestimmt was mit anstellen, um zu. Also warte, lass mal eben gucken. Ich brauche sowas, was so reinwächst. Wächst das rein? Wächst das raus? Nee. Wo mache ich das Schild hinterher hin? Hier so. Oh je, passt nicht gut. Das so hier hin, so. Muss ja auch bedacht werden, das Schild muss ja auch da drin. Okay, wie mache ich das jetzt mit diesem hier? Das ist schön. Dann nehmen wir erstmal das. Gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja, das Dumme ist, ja, manche haben mir schon geschrieben, sie haben die Stempel beschnitten. Ja, das ist bestimmt sehr sinnvoll. Also vielleicht hätte ich das auch längst mal machen sollen. Aber ich bin immer mit solchen Sachen relativ faul, gebe ich zu. Tut mir leid. Also, ja. Ja. Ich brauche auch nicht, welche mehr als einmal brauche ich im Grunde gar nicht. So, wir haben jetzt noch dieses eine Gras hier. Und wir haben noch hier diese feine Ranke. Wir wollen das mal mit der feinen Ranke versuchen. Hier gehen wir natürlich wieder drüber. So. Ja, es hat noch gerade so hingehauen. So juste Mang. Ja, es wird ein bisschen doll. Ich sehe schon ein. Ich sehe schon echt ein. Hoffentlich geht es irgendwie so hin, wie ich mir vorstelle. Ist der Lappen? Okay. Ja, das muss jetzt einfach so hingenommen werden, dass es so ist, wie es ist, gell? Da könnten wir noch so ein bisschen Gras drüber machen hier. Okay. Sollte ich den Schiff mal einkleben hier? Ja, das machen wir. Einen Moment. Ich habe irgendwo eine kleine Böse. Einen Moment, ich habe die gleich da. Ich muss sie nur finden.
Aha, ich finde sie nicht. Ich habe eine halbe kleine Bürste. Bitte, wo ist diese halbe kleine Bürste geblabbern? Hoi, 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 hoi. So, sie ist nicht da. Stempel ist da, weiße Bürste ist da, kaputte Bürste ist da, dunkle Bürste ist alles da. Nur die, die ich haben will, ist nicht da. Okay, okay. Hier, das Ding habe ich immer noch nicht. Das löst sich schon auf. Hat keiner Mitleid mit mir und schickt mir so ein Viereck. Nee, ich wollte das nehmen, ne? Hey, Chevy. Ich muss suchen. Ich hab schon angefangen, aber ich habe es noch nicht gefunden. Tut mir leid, also ehrlich. Ja, ich wollte noch zu Ende sagen vom letzten Mal. Das war auch, bitte nichts mehr schicken. Nicht, es ist nett gemeint. Ich weiß, dass die Adresse ein paar Mal leider zu sehen war früher. Aber bitte schickt nichts mehr. Es hat keinen Sinn. Ich komme nicht mehr dagegen an. Ich habe einfach keine Lust mehr jetzt. Es ist zu viel. Ich kann es, auch wenn es noch so nett gemeint ist. Ich weiß es wohl. Aber bitte nichts mehr schicken. Bitte, bitte, bitte nichts mehr schicken. Ich werde wahnsinnig. Ganz ehrlich, ich werde wahnsinnig. So, da haben wir dies noch. Dies hier, dies hier. Dies hier wollen wir noch haben. Hm, nicht sehr zielführend. Nee, lass das jetzt sein. Ist egal. Hier mit dem Ding ist egal. Lass sein. So, das schmeiße ich jetzt so rüber. Das machen wir jetzt schon mal so zu. Das ist eine schnelle Nummer hier heute. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig, aber ich mache nur mal ganz kurz eben ein bisschen sauber, weil der Lappen ist noch da. Ist noch gerade so, dass man etwas abwischen kann. Leider habe ich mir da Kleber drauf gemacht. Hoffentlich kriege ich den nochmal wieder runter. Das ist ein Elend hier mit mir, ein Elend. Ja, ich weiß, ihr meint es gut. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Den will ich mal wieder wegstellen. Aber ich brauche nichts mehr. Absolut brauche ich nichts mehr. Ich werde wahnsinnig zur Zeit hier. Macht gar keinen Spaß mehr. Ich verliere die Freude, wirklich. Ich verliere tatsächlich jetzt im Moment die Freude richtig gehend. Also dieser Schwamm. Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt noch mal einfach so drumherum. Ja, also ich hoffe, dass das jetzt aufgenommen hat. Nicht, dass ich wieder alles für die Katz gemacht habe hier. Ich kann Sachen ja nicht wiederholen. Da habe ich jetzt keine Meinung für, weil dann steigt es wirklich irgendwann mal ins Gehirn. So, das ist nicht toll. Nein, das weiß ich. Tut mir leid, besser wird es nicht. Einen Stift habe ich gerade einen hier. Run, Rabbit, Run. Ich habe einen Kuli genommen. Das sieht zwar scheiße aus, aber weil das alles noch feucht ist, das würde nur alles verschwimmen, wenn ich da jetzt mit Filz oder Edding oder irgendwas. Run, Rabbit, Run. Ja, ist scheiße. Tut mir leid. Ist nicht so doll. Ich muss noch ein bisschen schwarz haben unter den Füßen. Das sieht noch nicht wirklich gut aus. Nein, Moment, das können wir aber doch noch vielleicht ganz kurz in Angriff nehmen, dass wir da noch etwas schwarz hineinfummeln. Da ist er. Richtig. Ist immer noch feucht, das sieht man. Das sieht man noch. So. Kleiner Rabbit. Wisst ihr was? Die Rabbits, sie kriegen auch was unter die Fies. Ne? Das sieht dann einfach vielleicht irgendwie, macht das mehr Sinn. So ein kleines bisschen wenigstens so.
Ja, ich habe nicht viel zu erzählen heute gehabt. Tut mir leid. Ja, so ist es halt. Man hat mal mehr, mal weniger und manchmal hat man gar nichts zu sagen. Ne? Jetzt zum Beispiel habe ich nicht viel zu sagen. Ja, es wird zunehmend, muss ich zugeben, unerfreulicher für mich jetzt, weil es macht mir wenig Spaß, wenn ich schon gar nicht mehr unbefangen meine Materialien, die ich jetzt hier habe, benutzen kann. Und dann kommt sofort wieder einer und macht Vorwürfe, dass man mit dem Plagiat arbeiten würde, womöglich. Und ja, ich weiß es nicht, wie ich sagen soll. Also es macht nicht viel Spaß. Es macht mir nicht viel Freude im Augenblick. Ja? Ich würde gerne da so einen kleinen Rand noch drumherum machen, aber das wird an alles schnell zu viel, gell? Vielleicht nehmen wir einfach mal den goldenen Schnatz hier und machen hier mal so ein, ist kein Gold, ist Bronze, glaube ich. Machen das mal, das Blau, so ein bisschen weg. Es geht schwer, weil es noch nass ist alles. Aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal einen Föhn rauszukrabbeln. Komm mal her, vielleicht kann ich ihn nochmal so ein bisschen trocken machen. Ja, so ist es halt alles. Es wird immer unerfreulicher, vieles. Und dabei bin ich eigentlich mit meinem Kanal da, dass ich den Leuten ein bisschen Freude bringen möchte, ein bisschen Abwechslung bringen möchte. Möchte gerne, dass die Leute etwas Spaß haben. Oder, warte mal, ist zu nass? Ist zu nass? Oder ist er jetzt leer? Ich glaube, er ist leer. Ups. Ganz klein, doch, ist noch ein bisschen drin. Ui, das wäre ja blöd. Jetzt habe ich die gar nicht mehr lange. Der ist fast leer. Ich sehe gar keine. Kann man die nachfüllen? Nee, wa? Oder? Aber wo kriegt man es dann wieder? Oh Gott, geht das Theater wieder los? Ja. Schade, dass es sich so dumm anstellt auf dem Papier jetzt gerade. Ja, es geht nicht besser. Bisschen noch. Guck mal, ich hätte das so gerne, so ein ganz klein bisschen mehr. Versuche ich es mal. Brauch nicht gerade zu sein. Das soll ruhig so ein bisschen. Wir lassen es so. Es kann nur schlechter werden jetzt. So, das war's. Ich klebe es noch kurz ein. Das war, was haben wir denn für ein Datum? Oh Gott. Ach ja, dies weiß ich. Heute ist der 24. 24. Oktober 23. Ui, Oktober, November, Dezember. In 2 Monaten ist schon Weihnachten. Man kann es nicht fassen, oder? Wow, man kann es nicht glauben. 2 Monate ist schon wieder Weihnachten. Ja, das Jahr ist schnell vergangen, gell? Ja. So, das klebe ich kurz ein und dann mache ich noch ein Foto. Und dann ist es das von mir. Dann ist es das heute, gell? Ja, das reicht genau noch hin, das Buch, ne? Jetzt hätten wir das nächste Mal, wäre November 2. Und dann noch 2 für Dezember. Wartet mal. 2 für Dezember. Und dann würden noch doch ein paar Seiten überbleiben. Aber dann lassen wir das so gut sein, wie es ist, denke ich mal. Da werde ich. Es soll sich ja auch was ändern bei Mission Inspiration, dass das wöchentlich kommt. Da bin ich nicht sicher, ob das bei mir funktioniert mit wöchentlich. Das wird mir vielleicht zu viel. Ich muss mal schauen. Ich will nicht zu früh aufgeben, gell? Bin so lange dabei auch. So. Das ist nicht sehr einfallsreich, ich weiß, aber mehr habe ich nicht zustande gebracht. Run, Rabbit, Run. Ich hätte vielleicht Bunny schreiben sollen, weil das sind eigentlich Kaninchen, das sind keine Hasen. Aber ist egal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye. Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.